Ja, so Name hast du schon gesagt, Kobe Bjørn. Das ist mein Weg, ich mache das jetzt, volles Programm. Ich habe auf jeden Fall einen Basketball-Hintergrund. Paul Gude Basketball mit einer neuen Serie, weil ich ja relativ neu bin hier in diesem verrückten YouTube-Game und es mittlerweile eine ganze deutsche Basketball-Community auf YouTube gibt. Wen gibt's da so? Beziehungsweise die Leute, die es gibt, beschäftigen sich vor allem mit der NBA als Experten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole die Jungs, wenn sie Bock haben, vor die Kamera. Mach ein kleines Interview und mach einen Skill-Test. Das heißt, ich zerre die Jungs auf den Platz und gucke für euch, was die Jungs auf dem Platz drauf haben. Und den ersten habe ich direkt neben mir sitzen. Wir machen das heute in Köln. Kobe Bjørn, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Ich kannte ihn bis vor kurzem noch nicht. Aber für die paar Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst. Ja, also Name hast du schon gesagt, Kobe Bjørn. So heiße ich auch auf YouTube, habe ich da einen Kanal. Und ja, ich analysiere eigentlich hauptsächlich die NBA. Ich interessiere mich auch krass für die NBA History. Also ich mache gerne Sachen über die 60er, 70er Jahre und versuche einfach immer große Spielerporträts und ja, wie sagt man das, Porträts über ein bestimmtes Jahrzehnt herzustellen auf YouTube, wie so eine kleine Documentary. Und das ist eigentlich das, wo ich am meisten Bock drauf habe. Und während der Saison analysiere ich natürlich die Spiele, aber also ich gehe jetzt nicht mit dem Finger drauf und sage, guck mal, der hat da ein Layup verlegt, das ist ein schlechter Spieler, sondern, also wie du schon sagst, ich habe auf jeden Fall einen Basketball-Hintergrund, ich habe einen Leistungssport-Hintergrund sogar und deswegen weiß ich, wie viel Arbeit da drin steckt. Nice. Und wenn ich weiß, dass ich no chance habe, überhaupt in die erste Bundesliga zu kommen, dann muss ich gar nicht anfangen, einen gestandenen NBA-Profi irgendwie krass zu kritisieren. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass du so ein bisschen die Geschichte des Spiels beleuchtest, weil das, glaube ich, was ist, was vielen Leuten heutzutage so ein bisschen abgeht, ja. Dass sie noch nicht mal wissen. Ich bin ja viel in Camps, habe viel mit den Kids zu tun und wenn ich denen erzähle irgendwie von, ich habe es bei dir im Video auch gesagt, Nick Van Exel oder Kenny Anderson oder so, die wissen gar nicht mehr, wer das ist. Ne? Das heißt, dein Kanal beschäftigt sich in erster Linie oder ausschließlich mit der NBA, da so ein bisschen History und aktuelle Geschichten. Ja. Was mich interessiert auf jeden Fall, wie bist du dazu gekommen, jetzt diesen YouTube-Kanal zu machen? Oder erstmal, wie bist du zum Basketball gekommen und wie hat sich deine aktive Karriere bis hin zum YouTuber-Dasein so gestaltet? Also gut, ich war immer Basketballspieler, seit ich denken kann. Das war, wie bei dir wahrscheinlich auch, einfach immer Teil meiner Identität. Ich habe angefangen mit 6 Jahren. Da war ich das erste Mal im Verein und bin dann, bis ich 19 war, immer im Verein geblieben. Habe meine Zeit lang in Nürnberg, also was heißt eine Zeit, ich habe meine ganze Jugend in Nürnberg gespielt. Da bin ich aufgewachsen, da habe ich gespielt für verschiedene Teams, war auch in verschiedenen Auswahlteams und habe aber nie ganz diesen Sprung geschafft. Keine Ahnung, Jugendnationalmannschaft und sowas. Und ja, die DNA ist aber geblieben. Also auch als ich dann studiert habe, ich war immer ein Baller und ich wusste immer, ey, ich will wieder was mit dem Basketball machen, das fehlt mir so krass. Und dann hat sich Gordon Hayward diese Saison, am Anfang der Saison, das Bein gebrochen und meine Freundin meinte, yo, mach ein YouTube-Video drüber, weil ich sie so zugetextet habe damit, was das jetzt heißt für die Celtics und was das bedeutet für die NBA. Und dann hat sie gesagt, mach doch einfach mal ein Video, schau, ob eine deutsche Community da ist. Und das habe ich gemacht, jetzt bin ich seit 10 Monaten dabei. Ja, und the rest is history so ein bisschen, also 18.000 Abonnenten jetzt und die Community ist strong as fuck und ich bin happy. Nice, Alter. Das ist so die Story. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das heißt, das ist jetzt auch das, was du angehst und sagst so, das ist mein Weg, ich mache das jetzt, volles Programm. Ich sag mal, was heißt Risiko, aber das ist mein Weg. Ich will wirklich jetzt von dieser YouTube-Sache leben und konzentriere mich voll drauf. Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man, ich mache zum Beispiel so viele Sachen parallel. Mhm. Wie gestaltet sich da so dein Weg oder was ist da deine Vision davon? Ja, also es ist volle Kanne bei mir. Es ist nur 100% Hustle für den Kanal. Ich habe die ersten 5 Monate überhaupt nichts verdient damit und jetzt so langsam kommt ein bisschen was. Es reicht lange noch nicht zum Leben, aber also der Hustle ist da und ich habe Gott sei Dank den Support, wie zum Beispiel von meiner Freundin, von meiner Familie, dass sie sagen, hey, wir sehen, was da ist und wir finden es positiv, bleibt da dabei. Nice. Und ich habe halt auch die Resonanz von den Jungs, die jetzt gerade am Bildschirm sitzen, die halt echt sagen, Digga, wir haben so lange gewartet auf einen NBA-Kanal, der sowas macht, ja. So bitte mach weiter. Und deswegen, geil. Ja, ab nächster Saison geht's weiter. Sehr cool. Eine Sache noch, die mich natürlich interessiert, welche Rolle hat der aktive Part noch? Also wie oft nimmst du dir den Ball oder bist du noch aktiv und zockst irgendwo im Verein? Oder was für eine Rolle hat so der Basketballsport an sich dann, so die Roots? Also ich zocke eigentlich fast jeden Tag auf dem Freiplatz, also ich gehe viel werfen. Ich bin allerdings überhaupt kein Streetballer wie du. Mhm. Also mein Ding war es nie, dass ich viel mein Ballhandling übe oder so, sondern ich war einfach immer ein Shooter, wenn man das so sagen kann.
Habe jetzt aber verletzungsbedingt lange, lange Pause machen müssen, bestimmt 2 Jahre. Hatte auch was Ähnliches wie du in Richtung Bandscheibe. Total hässlich und gehe jetzt ab nächster Woche wieder in den Verein. Das allererste Mal. Also ich habe mich wieder hochtrainiert, Stabilisierungsübungen und diesen ganzen Mist, was du wahrscheinlich auch gut kennst. Ja, und jetzt wieder in den Verein dann, irgendeine Bezirksliga, Oberliga, was auch immer, was ich kann, konditionell wieder aufbauen. Und ja, also ich bleibe dem Sport immer treu. Das heißt, heute der kleine Skill-Test von den YouTubern kommt zum richtigen Zeitpunkt. Du fängst wieder an, so reinzukommen. Vielleicht auch die ein oder andere Idee nochmal, wie du jetzt auf dem Freiplatz oder wo auch immer dein Game nochmal aufs nächste Level bringst oder nochmal dahin gehst, wo es eigentlich hergekommen ist aus dem Leistungssport. Ja. Und dann gucken wir einfach mal. Checkt auf jeden Fall Kobi Björn den Kanal nochmal ab. Lasst Abos, Likes und alles da, was ihr könnt. Eine Frage noch, wie ist dein Name gekommen? Ganz easy mit 14, 15. Mein Lieblingsspieler war Kobi. Und Kobi Bryant, Kobi Björn. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Dann haben die Jungs in der Klasse mich genannt, Kobi genannt. Und irgendwie ist das hängen geblieben, Kobi Björn bis heute. Okay, da haben wir es. Ja. Also Kobi Björn abchecken. Ich check jetzt seine Skills ab. Kobi Björn, danke dir. Gerne. Ja.